Du wirst ja von allen mit dem Wort Erfolg in Verbindung gebracht. Das ist witzig, ja auch oder? Ganz zufällig, ne? Ist ja auch einfach deine Positionierung. Was war dein größter Misserfolg in den letzten Jahren? Was würdest du da sagen? Wo dann eben deine Entscheidungsfähigkeit eben dann eben auch weitergeholfen hat. Bei dem Thema habe ich es wirklich immer schwer zu antworten. Und ich weiß, das klingt jetzt irre arrogant, aber so richtig Misserfolg hatte ich bisher nie. Das wird aber, also ich habe mir das auch versucht zu erklären. Also A, kommt er wahrscheinlich noch. Ich bin noch viel zu jung, also eines Tages kommt der Misserfolg. B, habe ich den ganz großen Vorteil, ich habe mit 17, 18 Sachbücher entdeckt, also Erfolgsbücher und Biografien und so weiter. Und habe gedacht, ach, wie schlau ist denn das, wenn ich mir einfach die ganzen Geschichten von denen, die es schon geschafft haben, durchlese, mal gucken, wo die so ihre Herausforderungen hatten, mal gucken, wie die so darauf reagiert haben, da kann ich vielleicht was von lernen. Und ich meine, schlaue Menschen lernen ja aus ihren Fehlern und besonders schlaue Menschen lernen aus den Fehlern von anderen. Und deswegen habe ich mir das alles durchgelesen. Und habe dann in den letzten Jahren bestimmt 1300 Bücher davon gelesen, Biografien und Sachbücher etc. pp. Und habe also so viele Dinge gesehen, so viele Dinge gelesen, die schief gehen könnten. Das heißt, ich habe auf einmal sehr viele Szenarien in meinem Kopf gehabt, wo man drauf achten muss. Und davon habe ich in den letzten 14,5 Jahren meiner Unternehmerkarriere, ich habe als kleiner Selbstständiger angefangen und mich dann erst hin entwickelt zu einem Unternehmer mit Mitarbeitern und bla bla bla, habe ich also sehr, sehr viel davon profitiert. Ich stand vor ganz vielen schwierigen Situationen. Ja? Also jeder von euch wird das irgendwann mal haben. Kohle wird knapp, Finanzamt will dich, irgendwie alles Mögliche. Und dein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr so gut und bla bla bla. Und dann konnte ich aber immer von diesen Szenarios profitieren, die ich in den Büchern gelesen hatte. Wie hat er darauf reagiert? Könnte auch für mich passen, mache ich auch mal so. Wow, klappt. Und das ist also eine ganz, ganz wunderbare Sache. Das ist so wie Laufen lernen. Ne? Also am Anfang hast du es einfach sehr, sehr schwer, wenn du das lernst. Dann fliegst du andauernd auf die Fresse, alle ermutigen dich, mach weiter, du kriegst das schon hin, der Mensch ist dafür gemacht, aufrecht zu laufen. Und dann irgendwann klappt es. Auch heute wirst du noch mal stolpern. Aber du weißt, danach geht es ja weiter. Du wirst ja nicht liegen bleiben. Und so, getroffen hast, laufen lernst du. Und so, ja, und irgendwann wurde es zu einem Automatismus. Und so wurde es für mich auch irgendwann zu einem Automatismus, dass, wenn Schwierigkeiten auf mich zukommen, ich sage, ja, okay, müssen wir jetzt mal durch, aber danach geht's ja wunderbar weiter. Und meistens wird man stärker dadurch, weil man eben, das ist wie beim falls jemand von euch schon mal trainiert hat, ich weiß, also ich habe es nicht gemacht, ich weiß es aber aus Büchern, und ich habe mich jetzt auch gerade vorgestern noch mit Ralf Möller getroffen in Frankfurt und der hat auch gesagt, du musst trainieren und bis es weh tut und wenn es dann so schmerzt, dann musst du noch 5-mal weitermachen, weil erst dann beginnt der Muskelaufbau. Der beginnt nämlich erst, wenn das Ganze zerrissen ist und sich dann wieder neu zusammenfügt. Dann kriegst du sozusagen ein Stückchen mehr Muskel. Und so funktioniert das mit Herausforderungen in unserem Leben auch.